Was? So kleine Füße. Hallo zusammen. Hi! Ja. Was, ich sollte doch Hallo sagen. Ja, die Nachbarn sind jetzt wach. Wir drehen heute den Girlfriend Tag. Den Boyfriend Tag haben wir ja schon gemacht auf dem Sandy Dynamite Kanal. Heute ist Sandy dran, die Fragen über mich beantworten muss. Bei jeder falschen Antwort muss sie eine Bestrafung machen. Die Bestrafungen dürft ihr aussuchen. Das schreibt ihr bitte in die Infobox. Nein, in die Kommentare. In die Kommentare. Meine Bestrafung müssen wir auch noch machen. Ich habe nämlich nur 2 falsch gemacht. Das Video seht ihr auch noch. Das verlinken wir euch einmal hier im Bild und einmal unten in der Infobox. Könnt ihr euch mal angucken, wie gut er sich geschlagen hat. Er war total schlecht. Ich war schlecht, ich war der Beste. Mhm. 2 falsche von, weiß nicht, 25, 27 Fragen? Davon sind noch nicht mal alle Fragen. Ja, aber ich will nicht mal sehen, wie oft du falsch bist. Du wolltest Falten sagen. Bist du bereit? Mhm. Konzentration. Aber du darfst nicht auf Handy gucken, ne? One. Nee, 1. Also muss ich auf Englisch weitermachen, dann haben wir ein Problem. Sie sitzt? Nee, er. Er sitzt vor dem Fernseher. Was läuft auf dem Bildschirm? The Big Bang Theory. Das hast du bestimmt vorher geübt, ne? Nee, ich weiß das. Ich kenne mich halt. Ja, hör auf zu lügen. Du hörst mir ja nie zu. Das ist ja das Problem. Haben wir gestern auch bei YouNow gesehen? Ja, aber anscheinend schon. Sonst hätte ich ja jetzt nicht. Wir sind jetzt ganz oft bei YouNow. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Und da könnt ihr uns auch. Ich weiß nicht, ich glaube, man wird da Fan, man abonniert nicht, sondern man wird Fan und dann könnt ihr auch sehen, wann wir online gehen. Und dann können wir nämlich live miteinander chatten, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, was für ein Salatdressing nehme ich? Er nimmt kein Salatdressing, denn er isst weder Salat noch irgendwas mit Soße oder Dressing oder sonst was. Was für ein Essen mag ich nicht? Nicht? Nicht. Das ist aber schwer. Das ist wirklich, also alles mit Soße ist eklig. Also er mag beispielsweise, das gehört jetzt nicht zur Frage, aber er mag beispielsweise so Schweinefilet, aber trocken. Nichts mit Soße. Da darf schon Soße dran, ich kratze aber vorher runter, weil irgendwann wird es nämlich zu trocken. Er mag keine Soßen, das mag er zum Beispiel nicht. Ja, soll ich es zählen lassen oder nicht? Ja, natürlich. Ja. Ja. Okay, was nehme ich mir zu trinken? Cola oder Captain Morgan Cola. Nachmittags, beim Essen, Captain Morgan. Nee, dann nur Cola. Aber so, wenn man feiern geht, Captain Morgan Cola. Ja. Was ist meine Schuhgröße? Du bist im Arsch. Scheiße. Die Bestrafung, ne? Okay, die sind böse. Okay. Ich schwanke zwischen 2 Zahlen. Ja, du, eine zählt nur. Ja, okay, darf ich sagen, zwischen welchen Zahlen ich schwanke? Nö, das ist ja uninteressant. Mich interessiert nur die eine einzige Größe, die richtig ist. 43. 44. 44. Oh, scheiße, ich habe zwischen 43 und 44 geschwankt. Das ist schon mal Nummer 1 bei Pferd, ja? Ja, okay. Boah, wie scheiße, wie viele Freunde. Interessiert sich gar nicht für mich, glaube ich. Bist du kacke? Soll ich dir Motto die Schuhe gucken oder was? Ich weiß alles von dir. Ich weiß sogar, wann du Stuhlgang hast. Wie, das ist ekelig. Freunde können nicht pupsen und auch nicht kacken. Wenn ich irgendwas sammle, was wäre das? Du hast mal Rockstar-Dosen gesammelt, aber die hast du jetzt alle zum Glück mal weggebracht, damit du Pfand einkassiert hast? Ja. Sammelt er was? Dum, dum, dum. Würdest du sagen, dass du was sammelst außer Schokobons? Eigentlich sammelt er nichts. Also nicht wirklich, dass er. Also der hat wirklich Rockstar-Dosen gesammelt und sie in seinem sortiert aufgestellt. Ja. Also das fand ich war schon Sammeln eigentlich. Du hast sie wirklich gesammelt, aber die hast du jetzt alle weggebracht. Eigentlich sammelst du nichts. Ich bin eigentlich ein relativ normaler Mensch, ne? Du bist normal. Normal. Wer ist Gegenteil überhaupt nicht auf die Fresse? Wie würde mein Sandwich, mein perfektes Sandwich aussehen? Sandwich? Ja, Sandwich. Scheibe Toast? Ja. Komm, Schinken, Scheibe Toast. Komm! Das ist aber kein Sandwich. Das ist ein Sandwich. Das ist mein Brot für die Arbeit. Das ist ein Sandwich. Das ist ein Ich mache mir aber auch hier so das dieses grüne Blatt da rein. Dein noch. Sandwich. Ja, ich mache mir auch noch ein grünes Blatt da rein. Vielleicht noch Hähnchenbrust oder so. Mit Schinken. Ja, Schinken nicht. Ah. Ja, aber stimmt es? Stimmt's? Das ist mein Brot für die Arbeit. Das ist kein Sandwich. Leute, ist das Sandwich? Eine Schnitte ist das. Ja, du bist auch so eine Schnitte. Ja, ich weiß. Es ist einigermaßen fast richtig. Das ist total richtig. Was würde ich jeden Tag essen, wenn ich es könnte? KFC! Was ist mein Lieblingsmüsli? Boah. Also er isst auf jeden Fall Müsli. Er isst jeden Morgen eigentlich Müsli. Also fast jeden Morgen zur Arbeit. Ich hab dir schon mal gesagt, was ich habe. Jetzt bist du voll im Arsch, Alter. Das ist schon das zweite jetzt. Kellogg's Snacks. Da! Schokomüsli. Und da müssen echt ein Vollmilch-Schokostücke drin sein. Und am besten noch eine kleine Prise Kakaopulver drüber, damit die Milch auch richtig schön Kakao wird. Hm. 2, ne? Ja. Denk dran. Die, hier, die Kommentare, bitte die Bestrafung da rein. Mann. Augenfarbe? Blau. Ganz wunderschönes Blau. Bist du lieb? Trotzdem sind das 2 Bestrafungen. Ja! Wer ist mein allerbester Freund? Kevin. Kevin.
Hallo, Divin. Was? So kleine Füße. Was ist etwas, was du tust, er sich aber wünscht, du würdest es nicht tun? Zu spät kommen. Oh ja. Oh ja. Die kommt immer zu spät. Auf jeden Fall hast du recht. Zu spät. Du backst mir einen Kuchen, welchen liebe ich? Du, Schokokuchen, aber triple, zehnfach Schokokuchen. Nicht nur oben drauf, auch innen drin. Aber nicht zu viel, wird das so süß, so mehr so Stücke. Ja? Was könnt ihr stundenlang tun? Du. Ich. Motorradfahren. Ja, Motorradfahren ist richtig. Ein einzigartiges Talent, was ich habe. Was du hast? Mhm. Such das Beste. Ich habe viele, ich weiß, aber such das Beste einfach raus. Schwer, ne? Ich bin einfach völlig... Das war nur Spaß. Nein, also ich finde, ein Talent, was er hat, was nicht viele haben, er bringt mich andauernd zum Lachen. Aber andauernd. Er ist so ungewollt. Ich glaube, dass es manchmal wirklich nicht absichtlich ist, aber ab und zu ist er einfach ungewollt lustig. Er macht dann etwas und dann lacht man einfach, weil er lustig ist, aber er macht es nicht absichtlich. Auch in so ernsten Situationen manchmal, dann tut er was und dann ist er halt lustig, obwohl er, glaube ich, gar nicht will, dass es lustig ist. Ich kann auch voll auf böse sein. Okay, das lasse ich so. Was ist das? The Face. Mach das nochmal. Mach das Gesicht. Hör auf. Hashtag The Face. Schreibt das mal. Wo habt ihr euch kennengelernt? Welcher Bar war das nochmal? Nein, das war keine Bar. Nee, das war eine Fastfood-Kette. McDonald's. Also, es ist eigentlich schwer zu sagen, weil wir haben uns früher an ganz vielen Orten immer gesehen. Aber immer eher auf dem Roller. So ein kleiner, blonder, hübscher, süßer Typ. Wo war unser erstes Date? So richtiges. Also, was heißt richtiges Date? Also, mit Date... verbringe ich immer in Verbindung das erste Treffen so miteinander, was man so richtig gemacht hat. Das war eigentlich im Auto. Also ich habe dich abgeholt, du warst besoffen auf einer Party, ich habe dich abgeholt. Du wolltest mich nur ausnutzen, ne? Wieso will ich dich denn ausnutzen? Dass ich betrunken war, du wolltest mich nur, dass ich lockerer drauf bin und so, ja, ne? Natürlich. Du hattest bestimmt Absichten im Auto mit mir, ne? Sei ehrlich. Ich bin keine Nutte. Was für Absichten meinst du? Du wolltest mich bestimmt, Das ist so deutlich. Nächste Frage. Aber Auto ist richtig. Oh. Was war dein erster Eindruck von mir? Als ich das zwischen uns beiden angebahnt hatte. Genau, der erste Eindruck. Ich dachte mir so, wow, der hat sich aber gemacht. Ich dachte, ich war früher schon süß. Ja, nee, aber du hast dich gemacht. So. Du bist halt, du bist gewachsen, habe ich so das Gefühl. Also ja, ich bin größer geworden. Von der Größe, also du bist gewachsen. Okay. Ich bin männlicher geworden. Ja, männlich. Ich bin gereift. Mhm. Ich bin aus der Schale zu einer exotischen Frucht geworden. Ja, mehr so eine blonde Frucht. Okay, ich weiß, was du meinst. Aber es war sehr süß von dir. Ja. Was war das Erste, das dir an mir aufgefallen war? Ja, so, boah, der hat ja Muskeln. Hab ich denn Muskeln? Ja, wirklich. Am Ohrläppchen oder was? Nein, weißt du, wie du früher aussahst? Ja, früher, ist aber jetzt nicht. Ja, stimmt, es war ja früher. So ja, okay, komm, es ist in Ordnung. Zwei hast du jetzt falsch, ne? Ja. Wo oder was war euer erster Roadtrip? Spanien. Kalea. Wie lange sind wir schon zusammen? Tag genau. Ich musste auch einen Tag genau. Ich war nur zwei Tage daneben, ne? Na, du kurz dich auf dein Handy. Nein, tue ich nicht. Jetzt warte doch mal. Gib mal her. Nein, was ist denn? Sag es. Du hast eine Möglichkeit. 254. Du bist sowas von einem Arsch. 265. Scheiße! Das sind drei. Jetzt seid ihr dran. Ihr sollt unbedingt eine Strafe oder vielleicht auch noch zwei Strafen. Oder drei? Nein, nein. Also es ist immer dieselbe Strafe, die soll dreimal erfolgen. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ich darf dir deine Beine enthaaren und zweimal mit dem Wachsstreifen, weil du ja zwei Fragen falsch beantwortet hast, zweimal den Wachsstreifen abziehen. Ach so. Das ist jetzt bei dir der Fall. Ich darf zum Beispiel mit dem Rasierer über deine Haare gehen und das dann gleich direkt dreimal. Jedenfalls könnt ihr das jetzt entscheiden, schreibt das unten in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dass wir noch mehr Videos miteinander machen, was wir natürlich auch machen werden, gebt diesem Video einen Daumen nach oben, auch wenn es euch gefallen hat. Wir verlinken einmal hier den Boyfriend-Tag, den wir auf Sandy Dynamite hochgeladen haben. Aha. Und auch noch unten in der Infobox. Alles Weitere ist auch noch unten in der Infobox. Also guckt in die Infobox und abonniert diesen Channel, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns am nächsten Mal. Ja. Will ich noch einen Kuss? Donne! Ja, dann mach doch! Ich hab Angst vor deinem
Tschüss.